Einmal im Jahr lösen Raketen in Bonn Begeisterungsstürme aus. Hunderttausende von Menschen richten Anfang Mai eine Stunde vor Mitternacht bei Rhein in Flammen ihre Augen zum Himmel. Chen Kai-Fu, ein Feuerwerksspezialist aus Shanghai, führt Regie beim Höhepunkt der Veranstaltung in den Rheinauen. Diesmal sollte es etwas Besonderes sein, denn Bonn ist 2000. Die Geburtstagsgäste erleben ein unvergessliches Feuerwerksspektakel. Es verwundert kaum, dass Chen Kai-Fu einen seiner Himmelskörper mit Grüße aus der chinesischen Hauptstadt betitelt. Diese gelten auch der deutschen Bundeshauptstadt, die ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Es war eine schwierige Geburt vor 40 Jahren. Nur knapp entschied sich 1949 der Parlamentarische Rat für Bonn und gegen Frankfurt als vorläufige Bundeshauptstadt. Europas jüngste Hauptstadt steht 1989 ganz im Zeichen des Doppeljubiläums. Bonns größter Festplatz ist mit 150 Hektar der Freizeitpark Rheinaue. Auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände dreht sich bei Rhein in Flammen in Bonn und am Siebengebirge 9 Stunden lang alles um die Unterhaltung. Für die 2000-Jahr-Feier stellen die Organisatoren ein besonders erlebnisreiches Fest auf die Beine. 500.000 Menschen, so viel wie noch nie, lassen sich im Jubiläumsjahr das populäre Spektakel nicht entgehen. Ich war noch nie dabei. Ich komme aus Berlin. Wir wollen das Spektakel uns ansehen. Ich bin Bonner. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich am 2000-jährigen Fest teilnehme. Hier ist heute was gebacken. Es wird gefeiert, und zwar nonstop. Ob ausgelassen und zwanglos wie hier oder festlich und nachdenklich wie bei den offiziellen Veranstaltungen, grundsätzlich gilt das Motto: ein Fest für und mit dem Bürger. Mit von der Partie Ricky King, dessen Fangemeinde eigentlich die reifere Jugend ist. Doch bei der Fete im Rheinauenpark gelten andere Gesetze. Da macht jeder mit, wie es ihm beliebt. Gleichgültig, ob jung oder alt. Große Öffentlichkeit herzustellen, darauf zielt der Veranstaltungsreigen aus Anlass des Doppeljubiläums ab. Die Stadt Bonn, Botschaften, Kirchen, Verbände und Vereine gehören zum Kreis der Veranstalter. Der höchste Repräsentant des Staates, Bundespräsident Richard von Weizsäcker, ist Schirmherr über die 2000-Jahr-Feier und erweist Bonn damit eine besondere Ehre. Bei einer solchen Stimmung dürfen heute die Kleinen auch mal länger aufbleiben. Es geht kritisch und ernst zu bei den Feierlichkeiten, doch dominierend bleibt die Lebensfreude rheinischer Menschen, die Bonn mitgeprägt hat. Gruppen wie die Black Feuz sind die Vertreter dieser rheinischen Mentalität. Doch auch internationales Flair gibt es in dem sonst provinziellen Bonn. Ein facettenreiches Bild, also in der Bonner Rheinaue, genauso wie die Meinungen der Bewohner über ihre Stadt. Es ist eine andere Hauptstadt als vielleicht die anderen Städte. Man sollte es nicht immer in Vergleich setzen mit Paris und London, das kann es nicht mithalten. Aber als Stadt hat es unheimlich seinen Charakter, insofern finde ich es auch sehr reizvoll. Ich würde sagen, es hat sich entwickelt im Laufe der Jahre. Und es muss ja nicht immer eine Großstadt sein, wie Frankfurt oder noch größer Berlin und so weiter. Es ist schon eine schöne Stadt, die auch viel Kulturelles bietet. Und ich meine, die Bundesrepublik wäre hier gut vertreten. 40 Jahre Bundeshauptstadt, ein Provisorium. Es ist eine Stadt, die hauptsächlich aus Studenten besteht, aus Beamten besteht. Eine relativ grüne Stadt und eine ziemlich saure Stadt. Ich denke, dass Bonn eigentlich eine Kleinstadt geblieben ist und dass ich mir eigentlich wünsche, dass es also etwas, ja, eben etwas repräsentativer wäre. Ich bin der Meinung, dass sich Bonn ganz schön rausgemacht hat. Es hieß mal, die Amerikaner sagten mal, entweder regnet es in Bonn oder die Schranken sind zu. Das Problem ist Gott sei Dank gelöst. Wir haben auch jetzt öfters schönes Wetter. Positive und kritische Stimmen zur Bundeshauptstadt halten sich offensichtlich die Waage. Doch die Nähe zur Politik scheint niemanden zu stören.
Wenn der neue Ehrenbürger Richard von Weizsäcker mit seiner Frau Marianne nach dem Festakt im Gobelinsaal des alten Rathauses den Marktplatz betritt, wird er euphorisch empfangen. Auch bei dieser hochoffiziellen Jubiläumsveranstaltung bleibt das Volk also nicht außen vor. Eine Begegnung dieser Art mit dem höchsten Repräsentanten des Staates macht Bonn eben möglich, gerade weil es klein und überschaubar ist. Mit seiner Persönlichkeit hat sich von Weizsäcker in ganz besonderer Weise für die Bundeshauptstadt eingesetzt, heißt es in der Begründung für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Bonn ist bürgerlichen Charakters, hat in der Welt aber trotzdem Rang und Namen, so der Bundespräsident in seiner Dankesrede. Bonn gehört ganz vorn in den Kreis der Städte, die Deutschland in der ganzen Welt auszeichnen. Städte mit einer reichen, bewegten Geschichte, mit schönen Residenzen, mit kultivierten und gepflegten Bürgerhäusern, einer wohltuenden Umgebung der Natur, ohne durch eine allzu große Bevölkerungszahl zu einem bedrückenden Ballungszentrum zu werden. Keiner meiner Gäste aus aller Welt, der nicht vom Rhein beeindruckt gewesen wäre. Es ist wohl die beste Werbung für uns alle. Und ohne damit Staatsgeheimnisse zu verraten, darf ich doch sagen, dass die Nähe des Rheins schon manches schwierige Gespräch gelockert hat, das wir zu führen haben. Diese Nähe des Rheins verfehlt auch am Europatag in Bonn ihre Wirkung nicht. In ungezwungener Atmosphäre enthüllen Bonns Oberbürgermeister Hans Daniels und Dublins Oberbürgermeister Ben Briscoe eine sogenannte Europa-Sonnenuhr aus sardinischem und belgischem Granit. Anlass? Die Tagung der Union der Hauptstädte der Europäischen Gemeinschaft in Bonn. Die Sonnenuhr soll als Bindeglied zwischen den europäischen Nationen angesehen werden. Bildhauer Anton Schmitz, ein Spezialist in der Gestaltung von Sonnenuhren, lässt es sich nicht nehmen, eine kleine Einführung in das Ablesen des Kunstwerkes zu geben. Bonn wird sich für Europa zukünftig in besonderer Weise einsetzen können, da Oberbürgermeister Hans Daniels die Präsidentschaft der Hauptstadtunion übernommen hat. Und noch wichtiger, so scheint mir, als das Europa der Institutionen ist das Europa in den Herzen der Bürger. Demokratische Staaten werden immer nur dann politisch etwas durchsetzen können, wenn es zuvor in den Herzen der Bürger verankert ist. Wir, gerade als Städte, können dazu besonders beitragen, indem wir die Bürger unserer Städte miteinander in Beziehung bringen. Das Symbol für die Präsidentschaft ist ein Schlüssel, den Dublins Bürgermeister Ben Briscoe im Rahmen eines festlichen Abendessens in der Godesberger Redoute überreicht. Spätestens mit dem Nachtisch wird es der Delegation dann wieder bewusst. Die Siedlung Bonn wird 2000 Jahre alt. Mit dem Bonner Löwen, dem Maskottchen der 2000-Jahr-Feier, wird Appetit gemacht und der internationalen Gesandtschaft eine Augenweide kredenzt. Die Bundeshauptstadt wirbt mit ihrer Gastfreundschaft. Einem Mann der ersten Stunde, der den Gründungstag der Bundeshauptstadt miterlebte, fällt die Werbung für Bonn mit Worten genauso leicht. Und ich muss sagen, zur 2000-Jahr-Feier Bonn hat Bonn wirklich ein schönes Kleid sich angezogen. Wir hatten eine Besuchergruppe da aus meinem Wahlkreis und die waren ganz begeistert. Und der Innenstadtcharakter ist weitgehend erhalten, vor allen Dingen eine großartige Fußgängerzone ausgebaut. Also ich hab überhaupt nichts mehr an Bonn auszusetzen. Ich bin schon mehr als ein halber Bonner geworden. Mal unabhängig von der politischen Diskussion über die Wiedervereinigung, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, dass Bonn mal nicht mehr Bundeshauptstadt ist? Das kann ich mir vorstellen, das wünsche ich mir sogar. Ich wünschte mir, dass Bonn nicht mehr Bundeshauptstadt ist, sondern dass wir wieder nach Berlin können. Und dass Berlin wieder unsere Hauptstadt, unsere Reichshauptstadt sein könnte. Und dann wird Bonn nicht verlassen sein. Bonn, diese Gebäude wird mit Sicherheit kein einziges leer stehen. Bonn wird eine der größten Universitäten Deutschlands sein. Wird Institute und Einrichtungen der Wissenschaft in reichem Maße bekommen, weil sie hier untergebracht werden können.
Und weil dieses Klima hier in Bonn auch, es ist eben kein Großstadtklima in dem Sinne, sondern es ist ein bürgerliches Klima. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kennt man bald jenen und den anderen hier in Bonn, was in einer Großstadt ja kaum noch möglich ist. Also nein, ich würde natürlich lieben gerne zu Fuß, wie die Kölner sagen, sowohl nach Köln gehen, zu Fuß würde ich gerne nach Berlin gehen. Nicht, weil ich Bonn nicht liebe, sondern weil ich die Einheit ganz Deutschlands zum Ziel gesetzt habe und weil dies unsere Zielsetzung bleibt. Bestimmt nicht zu Fuß, sondern natürlich mit dem Flugzeug, kam der regierende Bürgermeister Berlins, Walter Momper, nach Bonn zum Gratulieren. Der Festakt in der Beethovenhalle ist nur eine von vielen Veranstaltungen beim Tag aus Berlin. 24 Stunden lang unterstreicht die alte Reichshauptstadt Berlin mit einem Non-Stop-Programm in Bonn ihren Ruf als internationale Kulturmetropole. Die Politik trat an diesem Nachmittag in den Hintergrund und dafür die Ensembles des Berliner Philharmonischen Orchesters in den Mittelpunkt. Die Gäste in der Beethovenhalle genießen in erster Linie die Musik. Die Diskussion der Hauptstadtfrage blieb nicht ganz hinter verschlossenen Türen. Walter Momper hat klare Vorstellungen von Provisorien. Provisorien sind ja immer sehr langlebig und sehr zäh und auch sehr lebensfähig. Ich vermute, so wie die Politik nun mal bestellt ist, dass Bonn auf unabsehbare Zeit Hauptstadt sein wird und Berlin es nicht sein wird. Berlin gratuliert Bonn mit kulturellen Leckerbissen auf verschiedenen Bühnen der Stadt. Eine Gruppe darf dann bestimmt nicht fehlen, nämlich das Gripstheater. Linie 1, gemeint ist damit die U-Bahn-Strecke vom Villenvorort Ruhleben bis zum Bahnhof Schlesisches Tor, dicht bei der Mauer, rollt beim Tag aus Berlin im Theater Brückenkopf in Bonn-Beuel ein. Das erfolgreiche Musical war auch am Rhein ausverkauft. Wer amerikanisches Musical liebt, ist von dem Berliner Ensemble begeistert, denn es steht seinen amerikanischen Vorbildern in nichts nach. Wie schade, dass es in Bonn um das Genre Musical so schlecht bestellt ist. Vielleicht hat das Gripstheater Ambitionierte in Bonn neu auf den Plan gerufen. Durch den Tag aus Berlin, der zur langen Nacht wird, fällt die Sperrstunde in Bonn endlich einmal aus. Ein Stargast zur späten Stunde, Romy Haag, die Garbo der Subkultur, wie sie Kritiker schon genannt haben. Viele Bonner bekommen den Star gar nicht erst zu Gesicht. Der Andrang an den Eingängen ist zu stark, das Nachholbedürfnis an anspruchsvollen Nachtclub-Vorstellungen zu groß. Die Kulturmetropole Berlin verwandelt das Nachtleben im bürgerlichen Bonn leider nur für wenige Stunden. Bonn kann natürlich einer Metropole, wie es Berlin ist, nie das Wasser reichen. Das wäre ja auch der Vergleich mit Paris oder London zu ziehen. Bonn ist Machtzentrale der Bundesrepublik. Nun dürfen wir ja nicht übersehen, dass bereits auf der Konferenz von Jalta 1945 die Siegermächte bereits festgelegt haben, dass der demokratische Aufbau von unten stattfinden soll. Das heißt, eine Dezentralisierung der politischen Macht ist von vornherein damals beschlossen worden. Und in diesem Rahmen ist dann auch die Bundeshauptstadt eben zunächst ja damals in ein Provisorium gelegt worden. Werden mit den vielen Jubiläumsveranstaltungen eigentlich die geschichtlichen Prozesse dem Bürger wirklich bewusst? Oder bleibt da Geschichte zu sehr an der Oberfläche und das Motto Jubel, Trubel, Heiterkeit tritt zu sehr in den Vordergrund? Zunächst einmal ist ganz klar, wo gefeiert wird, wird eben gefeiert. Da ist also da kommt eben Jubel und Trubel auf. Aber wir haben ja in mehreren größeren Ausstellungen die thematische Vielfalt der Bonner Stadtgeschichte aufgegriffen. Stadtgeschichte und ihre Vielfalt sind Stichworte für die historische Meile.
Diese Ausstellung geht im Jubiläumsjahr neue Wege, da sie historisch bedeutsame Epochen der Bonner Geschichte an 8 Stationen der Stadt darlegt. Wir befinden uns hier an der 8. Station, einer Ausstellung des Bundesbauministeriums. Sie widmet sich dem jüngsten Abschnitt der Bonner Geschichte, der Zeit seit 1949, als sich Bonn zur Bundeshauptstadt entwickelte. Der Bund baut enorme Projekte. Zum einen das neue Gästehaus auf dem Petersberg, zum anderen den neuen Plenarsaal neben dem Wasserwerk. Fotos, Filme und Modelle veranschaulichen das Wirken des Bundes als Bauherr. Die Integration der Bauten in das Stadtgefüge ist auch eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Dazu gehört ein weiteres Millionenprojekt, die Kunst- und Ausstellungshalle des Bundes. Das architektonische Gesicht Bonns wird sich also im nächsten Jahrzehnt wandeln. Ein Schwerpunkt wird die kulturelle Repräsentation sein, die dem Bürger als Identifikation mit seinem Staat und seiner Geschichte dienen soll. Ich würde mir wünschen, im Positiven zunächst einmal, dass es uns gelingt, die herrliche Umgebung, die man ja auch hier bei dem Blick von unserem Stadthaus erkennen kann, zu erhalten und zu schonen, dass wir also nicht in diese grüne Umgebung hineinwachsen müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir den großen Charme unserer Stadt, das sind die vielen Zentren, die wir haben, insbesondere unsere dörflichen Zentren, in ihrer Lebendigkeit erhalten können. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es uns gelingt, Bundesbauten in dieser Stadt entstehen zu lassen, die unseren demokratischen Staat auch würdig nach außen repräsentieren. Auch derartigen Repräsentationsaufgaben diente Adenauers Kanzler Mercedes. Hier ein Modell des Wagens, der zurzeit in der Bundesrepublik restauriert wird. Das Exponat ist Teil der Ausstellung Deutsche Hauptstädte. Sie ist das offizielle Geburtstagsgeschenk des Bundes zum 40-Jährigen der Bundeshauptstadt. Ein 5-Millionen-Mark-Präsent, das über 3 Wochen lang aufgebaut wurde. Die Ausstellung greift Aspekte einer dauerhaften deutschen Hauptstadtdiskussion auf. Thematisch geht es beispielsweise um das Reisekönigtum des Mittelalters, die Atmosphäre der kleinstaatlichen Residenzen, um Orte wie Nürnberg, Aachen, Frankfurt und Regensburg. Sie waren niemals Hauptstädte, doch Schwerpunkte des Alten Reiches bis 1806. Die Aussteller bemühten sich um ausgefallene Exponate. Ja, es handelt sich um das Steuerruder der Yacht Hohenzollern, die Kaiser Wilhelm gehört hat und mit der alljährlich längere Zeit auf Reisen gegangen ist. Die Yacht Hohenzollern ist sicherlich ein Thema, das etwas am Rande unserer Ausstellung liegt, die ja mit Hauptstädten in der deutschen Geschichte zu tun hat. Andererseits ist die Yacht Hohenzollern durchaus ein sehr bedeutender Ort der Politik gewesen, gleichsam eine schwimmende Residenz. Dort wurde politisch entschieden, dort wurde politisch gehandelt und es wurde sehr viel intrigiert. Und nun eine andere Art der Gratulation. 40 Jahre Bundeshauptstadt und Petticoats, auch das gehört zusammen. Wie es war, als die Republik noch in den Windeln lag, daran erinnert dieser bunte Bonner Bilderbogen in bewusst unterhaltsamer Art und Weise und mit viel Musik. William Mockridge präsentiert eine bunte Kabarett-Revue, die Bezug nimmt auf die Ära Adenauer. Kritisch und komisch wird die Zeit zwischen Kriegsende und dem Tod Adenauers in einem temporeichen und farbenfrohen Nummernprogramm behandelt. Es geht in der Revue, die die Bonner 6 Wochen lang an alte Zeiten erinnert, nicht um die Darstellung der großen Politik im Besonderen, sondern um die kleinen Leute auf der Straße und wie sie diese ersten 20 Jahre der Bundesrepublik erlebten. Good morning, America, and welcome to the Europe Today Show. Die Entwicklung der Bundesrepublik forderte auch den amerikanischen Journalisten Jack Dollar im Jahre 1959 heraus. This is Jack Dollar and I'm talking to you direct from Bonn. Today we're celebrating 10 years Währungsreform. Today Germany is a busy, exciting, busy little country full of energy. Today we'll be talking to the president of the Industry and Handelskammer, President Eberhard Langstein. Guten Tag, Herr Langstein. Hallo. Good morning, America. Yes, good morning, Herr Langstein. Please sit down. Herr Langstein, what is the state of the German Wirtschaft today? Well, die Wirtschaft ist wachsing. Die Wirtschaft ist wachsing so fast, it is a wonder. That's why we call it Wirtschaftswunder.
That is because things are going always bigger and wider, and that makes the people happy. Arbeitslosigkeit is no problem, because we has no Arbeitslosigkeit. Then we has more jobs als people. So we take the people from, wie heißt das auf Englisch, the Italy's, the Spaniels, the Greeks, and neuerdings auch the Turkeys, and they do the dirty jobs, and the Germans people do the not so dirty jobs. Cut. Zurück ins Jahr 1989. Werbung für den deutschen Wein, der auch 2000 Jahre alt ist, auf dem Bonner Münsterplatz. Selbstverständlich bietet die Weinpalette Trockenes, Halbtrockenes und Liebliches, was auch prominente Politiker zu schätzen wissen. Mit großem Aufwand ist mitten in Bonn im Rahmen der Deutschen Weinwoche ein Weindorf entstanden, damit Bürger das Leben der Winzer und Winzerinnen einmal hautnah miterleben können. Vergessen scheint der Weinskandal, umso größer ist das Bedürfnis der Weinliebhaber, die Kenntnisse über die edlen Tropfen unter Beweis zu stellen. Gelegenheit dazu bietet ein Weinquiz. Die Vielfältigkeit der deutschen Landschaften, in denen Weine reifen, machen es dem Tester da gar nicht so leicht. Wein ist ein populäres Getränk, auch bei jungen Leuten. Die Anzahl der Weintrinker wird im Bundesgebiet auf 75% geschätzt. Weinlese auf dem Bonner Münsterplatz zum Jubiläum, das dürfte eine Premiere sein. Die historische Lesegruppe anno 1920 der Weinbaugemeinde Dittelsheim-Hessloch erinnert an die Weinlese in den 20er Jahren. Im Einsatz sind dabei Geräte, die heute ins Museum gehören. Wenn sich die Trauben auch nicht tonnenweise ansammeln, so wird doch deutlich, wie hart der Beruf der Winzer und Winzerinnen ist. Dass es zeitweise kräftig regnet, stört die Lesegruppe überhaupt nicht. Ein Winzer muss grundsätzlich bei jedem Wetter arbeiten. Wein erfreut sich deshalb so großer Beliebtheit, weil er sich wie kein anderes Getränk dem Charakter unterschiedlicher Speisen anpasst. Deutsche Weine haben den natürlichen Vorzug, mit ihrer frischen, fruchtigen Art zu beleben. Mit dem, was man heute noch arbeitet. Der Wein läuft jetzt schonend in die Flasche und behält dabei ganz einfach seine jugendliche Frische, was den 88er sehr zugute kommt. Die Winzer, ein sehr offener Menschenschlag, nutzen in Bonn die Gelegenheit, jeden Schritt der Weinproduktion lebendig vor Augen zu führen. Zum Schluss noch die Etikettierung. Und der Tropfen, der an die 2000-Jahr-Feier der Stadt Bonn erinnern soll, darf genossen werden. Der 40. Geburtstag der Bundeshauptstadt ist auch ein Fest der Jugend, in erster Linie der musizierenden Jugend aus Baden-Württemberg. Grüße aus Oberschwaben überbringen hier Chor-, Bläser- und Trachtentanzgruppe der Realschule Ehingen. Fast 1000 Schüler sind unter dem Motto Musikzug Bonn in die Bundeshauptstadt gekommen, und zwar mit einem Sonderzug der Bundesbahn. Zwei Konzerte in der Beethovenhalle unterstreichen eindrucksvoll, welchen Stellenwert die Schulmusik in Baden-Württemberg genießt. Mit diesem musikalischen Geschenk eines Bundeslandes bringen sich Hunderte von Schülern aktiv in das 40-jährige Jubiläum ein. Viel wäre erreicht, wenn sie gleichzeitig über Geschichte, Wesen und Bedeutung des Staates und der Bundeshauptstadt nachdenken würden. Auch dazu bietet schließlich ein Jubiläum Anlass genug. Doch steht natürlich in den Konzertstunden die musikalische Botschaft im Vordergrund. Musik verbindet. Baden-Württemberger und Bonner sind sicherlich näher aneinander gerückt. Auch diese Veranstaltung erfüllte den Anspruch, dass das Jubiläum mit und für den Bürger gefeiert wird. Baden-Württemberg macht mit dem Jugendkonzert der Bundeshauptstadt ein wohlklingendes Geschenk. Etwas ruhiger ist es um die anderen Präsente der Bundesländer bestellt. Sie luden oder laden noch zu Ausstellungen in die Ländervertretungen in Bonn ein. Thank you.
Alle Veranstaltungen der Bundesländer stehen symbolisch für das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. Die Jugend wird die Zukunft des Staates tragen und gestalten. Umso wichtiger ist es, dass sie im Jubiläumsjahr noch häufiger zu hören ist, auch mit ihren Glückwünschen.